einst Vizepräsident, und sein ehemaliger Chef Yildiray Kaymaz, der sich selber Ali Osman nennt. Herr Osman, wie geht's Ihnen in der Ruhe? Angeklagten wird die Beteiligung am Drogen- und Waffenhandel vorgeworfen. Sie sollen Waffen, aber auch Kriegswaffen, das heißt Maschinenpistolen aus den Niederlanden nach Deutschland eingeschmuggelt haben oder andere dazu angestiftet haben. Außerdem zwei Anschläge. Das eine ein Handgranatenanschlag auf das Vereinsheim der Hells Angels und ein Maschinenpistolenanschlag auf einen Kiosk, der den Hells Angels zugerechnet wird. Zu diesen beiden Anschlägen sollen sie angestiftet haben. Die Polizei zeigte zum Prozessauftakt mit mehr als 100 Beamten starke Präsenz. Außerdem war aus Sicherheitsgründen das Tragen von Symbolen der Rockervereinigung verboten. Ihre Anwälte regten ein Rechtsgespräch mit Richtern und Staatsanwälten an. Dazu seien die Angeklagten bereit. Wird gesprächsbereit sein, wenn das, was die Kamera als vorläufige Äußerung uns mitteilt heute, wenn das akzeptabel ist. Um 11 verkündet der Richter: Der Angeklagte Kaymaz hat Angaben nach § 46b gemacht. Das ist die Kronzeugenregelung. Ein Rocker packt aus. Satudara-Boss Yildiray K. alias Ali Osman hat vor dem Landgericht Duisburg ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der Angeklagte, seine Verteidiger, Richter und Staatsanwaltschaft hatten sich auf einen Deal geeinigt. Gegenstand dieser Einigung ist, dass das Verfahren auf insgesamt 14 Taten beschränkt wird. 11 davon betreffen den Hauptangeklagten. Gegenstand der Einigung ist weiter, dass beide Angeklagte zu diesen Taten geständige Angaben machen wollten. Und das Gericht hat dann gesagt, für den Hauptangeklagten wird die Strafe sich im Bereich zwischen 6 Jahren und 3 Monaten und 7 Jahren und 6 Monaten bewegen. Nachdem alle dieser Einigung zugestimmt haben, hat dann der Hauptangeklagte zunächst über seine Verteidiger ein Geständnis abgelegt. Über seinen eigenen Tatbeitrag hinaus hat er dabei auch Angaben zu Hintermännern und Abnehmern der Drogengeschäfte gemacht. Frau und Kinder des Rockers kommen jetzt ins Zeugenschutzprogramm, er selbst in eine Einzelzelle. Yildiray K. sagte vor Gericht, er habe gestanden, weil er sich um seinen schwerkranken Sohn kümmern müsse. Kaymaz verbüßt im Moment seine Strafe. Der Ort, an dem er sich aufhält, ist immer noch geheim und er möchte so schnell wie möglich wieder in ein normales Leben zurück und auch diesen Termin heute hinter sich bringen. Er hat nicht nur ausgepackt, er hat sogar noch andere Mitglieder der Satudaras zum Aussteigen aufgerufen. Ali Osman in den Augen der Rocker ein Verräter. Auf der Facebook-Seite des Vereins erste Kommentare. Du bist schon so gut wie tot, du Hund. Mit seinem umfangreichen Geständnis wollte er seine Haftzeit verkürzen, weil sein Sohn an einem Hirntumor erkrankt ist. Das macht mehrere Operationen angeblich erforderlich. Ja, da ist er der Meinung, da will er jetzt nicht viele Jahre lang nicht dem Sohn zur Verfügung stehen. Die Polizei beschützt ihn und seine Familie. Er ist im Zeugenschutzprogramm, bekommt aus Sicherheitsgründen auch schon im Gefängnis eine neue Identität. Das heißt auch Einzelzelle und kein Kontakt zu Mithäftlingen. Im Zeugenschutzprogramm können auch alte Spuren zu Konten oder zu Krankenkassen gefährlich werden. Damit die Person nicht erkannt und gefunden wird, werden sogar markante Tätowierungen wie bei Ali Osman entfernt. Es kann aber auch so weit gehen, dass ich eine komplett neue Identität bekomme, also eine ganz neue Legende und alle anderen Daten dann gelöscht werden, bis hin, dass man sogar auch schon Personen für tot erklärt hat und dann mit der neuen Identität hat woanders leben lassen. Die Personen bekommen auch finanzielle Unterstützung, um sich in einer anderen Stadt oder einem anderen Land ein neues Leben aufzubauen. Wenn jemand seine alte Identität verliert, muss zum Beispiel die Frage bei der Rentenkasse geklärt werden. Das macht auch der Beamte, die Beamtin aus dem Zeugenschutzprogramm. Ali Osman muss jedoch erst einmal für 6,5 Jahre in Haft, in einem geheimen Gefängnis irgendwo in Deutschland. Das war's für den Satudara Motorcycle Club. Kistenweise tragen Beamte Schilder und Symbole des Vereins aus dem Rückzugsort der Rocker in Duisburg. Um 6 Uhr morgens hatte hier der Einsatz begonnen, parallel zu ähnlichen Razzien im ganzen Land.
Es sind alleine hier in Duisburg 7 Objekte durchsucht worden, etliche weitere in Nordrhein-Westfalen und bundesweit. Neben Rockerkutten und Plakaten beschlagnahmen die Beamten vor allem das Vereinsvermögen. Denn der Club, der ursprünglich aus den Niederlanden stammt, ist bekannt dafür, in Waffen- und Drogenhandel verwickelt zu sein. Immer wieder wurden dazu Beweise bei Mitgliedern der Gruppe sichergestellt. Wir haben Erkenntnisse, dass von den Satudara und seinen Teilorganisationen im Inland eine schwerwiegende Gefährdung für die öffentliche Sicherheit ausging und ausgeht. Die Führungsebene wie auch die Mitglieder nutzen die von dem Verein ausgehende Drohkulisse zur wiederholten Begehung teils erheblicher Straftaten. Im vergangenen Jahr wurde dem ehemaligen Deutschlandchef des Clubs der Prozess gemacht. Wegen Verstößen gegen das Waffengesetz wurde er zu 6,5 Jahren Haft verurteilt. Er bekam Morddrohungen, weil er gegen seine Rockerkollegen ausgesagt hatte. Jetzt also das Verbot, weil das Bundesinnenministerium bei dem Rockerclub eine schwerwiegende Gefährdung für die Allgemeinheit sieht. Hintergrund der Durchsuchung hier in Duisburg ist eine bestehende Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums. Dabei geht es um ein Vereinsverbot des Rockerclubs Satudara. Vor einer Stunde hat die Polizei hier den Rockerclub der Satudara gestürmt, hat den Club verboten. Man sieht hier auf dem Tresen steht auch noch ein Motor eines Motorrads. Hier liegt ein Scharfschützenmagazin. Hier hinter sieht es sehr unordentlich aus. Mit Ordnung hatten die Satudaras ist offenbar nicht so. Hier sieht man weiter, es ist eine kleine Sitzgruppe. Hier vorne haben die Rocker sich wohl es gemütlich gemacht. Es ist aber relativ beengt, nicht wirklich luxuriös. Alte abgesessene Ledercouch. Und hier vorne sieht man rüber noch ein großes Plakat der Satudara. Hier hat man sich wohl zusammengesetzt, aber die Einrichtung ist mehr dürftig. Jetzt ist es mit Satudara in Deutschland vorbei. Der Bundesinnenminister hat die Satudara verboten. Und jetzt ist dieser Rockerclub in Deutschland nicht mehr möglich. Ich gebe dafür eine Erklärung für den Timers ab und danach wird er sich einlassen. Ich will mich kurz erklären, wie es zu meinem Sinneswandel kam. Ich war Präsident des Motorradclubs Satudara. Nach meiner Festnahme habe ich zunächst 6 Monate lang geschwiegen. Dies entsprach dem sogenannten Rocker-Ehrenkodex. In der Haft erfuhr ich von einer lebensgefährlichen Erkrankung meines Sohnes. Mein Sohn braucht dafür meinen Beistand. Dies hat mich bewogen, mein Schweigen zu brechen. Gut. Fallakte 43, das ist die Sache mit den zwei Maschinenpistolen. Wer ist denn da auf die Idee gekommen, die Waffen dazu zu besorgen? Die Christian, ja. Was hatte der für eine Funktion? Arne, dieser verdammte marokkanische Hurensohn, hat ihnen alles erzählt, um Strafminderung zu bekommen. In Deutschland geht das, wegen Artikel 31. Wenn du jemanden verrätst, bekommst du Strafminderung. Ali hätte 20 Jahre gekriegt, aber durch das Zeugenschutzprogramm waren es nur noch 6,5. Und weil er außerdem einen Drogenentzug macht, halbiert sich das Ganze nochmal und er kommt nächstes Jahr wieder frei. Das ist das Problem im Ausland. Du kennst die Leute nicht. Wenn du hier in den Niederlanden jemanden nicht kennst, fragst du einen Nachbarn oder Freund. Wer ist das? Wenn bei uns jemand beitreten will, muss jemand für ihn bürgen. Aber in Deutschland nicht. Christian Jahn war ein V-Mann? Ja, das hat er gleich zu Beginn seiner Aussage gesagt. Das Gericht. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Alle vier Angeklagten stehen unter Verdacht, an der Lieferung automatischer Waffen und ihrer Ausführung nach Deutschland im Februar und März 2013 beteiligt gewesen zu sein. Darüber hinaus wird Herrn Buhr Geldwäsche vorgeworfen, da er mehr Geld ausgegeben als rechtmäßig eingenommen hat. Ola wurde wegen Waffenschmuggels nach Deutschland zu 4 Jahren Haft verurteilt. Er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Alis Aussagen sind Hauptbeweise im Verfahren gegen Ola. Auf der Grundlage dieser Beweise verboten die deutschen Behörden den Club 2015.
Christian Jahn war ein deutscher V-Mann. Seine Zeugenaussagen sind ebenfalls Teil der Beweisführung gegen Ollert. Mima wurde vom Vorwurf des Waffenhandels freigesprochen. Die Anklage wegen Erpressung, Einschüchterung, Geldwäsche und Entführung bleibt jedoch nach wie vor bestehen. Barend wurde wegen Erpressung zu 4 Jahren Haft verurteilt. Er hat Berufung eingelegt. Jeck wurde zu Unrecht aus dem Club geworfen. Er kehrte zurück und wurde Präsident einer neuen Ortsgruppe. Angelo, Mima, Xantera und Ola sind die neuen Anführer des Satudara MC World. Wenn ihr die ganze Geschichte nachlesen wollen, so könnt ihr euch gerne beim Rieber Verlag das Buch Der falsche Rocker bestellen. Dort findet ihr sämtliche Informationen über diesen Fall, über die Aussagen des Ali Osmans und die Rolle des V-Manns Christian Jahn. Ich werde unter dem Pseudonym Jonas Sandberg erwähnt. Macht euch euer eigenes Bild. Dieses Buch gibt es nach wie vor zu kaufen. Viel Spaß beim Lesen.